So, liebe Damen und Herren, liebe Teilnehmer hier an der DAF-WebCon, herzlich willkommen im Plenarsaal. Jetzt haben wir die Möglichkeit, interessante Sachen direkt aus Griechenland zu erfahren von unserer nächsten Vortragenden, und zwar Frau Johanna Haraluca. Ich habe sie schon sehr oft gesehen, persönlich kennengelernt. Es freut mich sehr, dass ich Sie jetzt auch aus Deutschland begrüßen kann. Liebe Johanna, ich würde ganz kurz sagen, woher wir uns kennen, ne? Danke, Wir haben danke. uns, glaube ich, das erste Mal online kennengelernt und dann persönlich in einer Konferenz. Und dann haben wir uns nochmal in Bozen kennengelernt bei der letzten IDT. Sehr schön, dich jetzt nochmal hier zu sehen. Johanna Hadvalupa, sehr geehrte Damen und Herren, ist seit über 15 Jahren in öffentlichen Schulen in Griechenland als DAF-Lehrerin tätig. Ich kenne sie unter anderem unter dem Begriff Digital Lady. Und aus dem Grund, weil sie nämlich ganz schön viel mit Apps und Mediendidaktik und Web 2.0-Werkzeugen und E-Twinning zu tun hat. Ist sehr versiert in diesem Bereich, und wir freuen uns alle nun über ihr Projekt, welches seit ungefähr 2,5 Jahren momentan läuft, zu hören. Johanna, ich übergebe dir das Wort. Bitte schön. Vielen, vielen Dank, mein lieber Olli. Also bessere Einführung hätte ich mir echt nicht gedacht. Vielen Dank für alles. Und ich möchte auch die Veranstalter auch erstmal auch von hier bedanken, weil sie mir die Gelegenheit geben, auch dieses Jahr dabei sein zu dürfen. Und ich fange mal ganz schnell jetzt mit dem tollen Projekt, muss ich schon sagen, das ich seit, wie erwähnt, 2,5 Tage, Entschuldigung, Jahre durchführe. Und es geht über Museen. Museen aus 7 Ländern im Mittelpunkt eines EU-Projektes. Und was ich Ihnen jetzt hier heute präsentieren möchte, ist unser Projekt erstmal, was Kulturkiosk heißt, ein Erasmus-Plus-Projekt. Und ich werde natürlich die Partner schon erstmal erwähnen, Vorgehensweise, was wir da so gemacht haben, wie wir uns kennengelernt haben, miteinander. Was haben dann aber auch Lehrer und Schüler voneinander gelernt? Informell, explizit über digitale Medien, was wir da alles so mitbekommen haben. Und am Ende möchte ich Ihnen ein paar Ergebnisse vorstellen. Das, was in unser Treffen in Patras letzten Mai stattgefunden hat. Okay, also wie Sie sehen, Kulturkiosk ist der Name des Projektes. Es ist ein Erasmus-Plus-Projekt, aber gleichzeitig führen wir es auch als ein E-Twinning-Projekt durch. Italien, Deutschland, Österreich, Polen, Griechenland, Ungarn, Finnland sind die Partner in diesem Projekt. Und ganz, ganz jetzt genau erwähnt, Kurt-Tucholsky-Oberschule aus Berlin. Die Koordinatoren kommen aus Berlin. Das bedeutet, die Idee und das ganze Zusammenbringen der anderen Kontaktpersonen hat über Berlin stattgefunden. Liceus Dentale Mazzini, Neapel, Bundesgymnasium Rhein, Graz, Österreich, Gymnasium Nummer 25 aus Gdansk, Polen. Karinthi Frigyes Gymnasium aus Budapest,
Ungarn. Oh je, jetzt kommt's. Unum Thile Intesculum, hoffentlich fast richtig ausgesprochen, aus Helsinki, Finnland. Und meine Schule, die damals noch eine modellexperimentelle Schule war und jetzt ist sie noch immer noch eine experimentelle Schule, Peramatiko-Gymnasium von Epistemio Patron aus Patras, Griechenland. Wie haben wir das alles so geplant? Jede Schule, das war die Aufgabe eigentlich, musste 5 Museen in deren Stadt auswählen, die im Projekt teilnehmenden Schülern dann haben ein Video über diese Museen zusammengestellt, die Schüler selbst. Und die Schüler aus den anderen Ländern, die an dem Projekt teilnehmen, sie sahen einfach das Video an und konnten dann ganz gemütlich von zu Hause aus mit Hilfe des Doodle-Tools 2 Museen auswählen. Diese 2 Museen, nicht diese 2 Museen, sondern die 2 Museen, die eigentlich die höchste Punktzahl erreicht hatten, konnten dann alle Schüler gemeinsam während des Treffens in der jeweiligen Stadt näher kennenlernen und natürlich sich mehr und besser damit beschäftigen. Wie immer ist Griechenland eine Ausnahme und jetzt folgt auch Berlin. In allen anderen Städten, Ländern hatten wir 2 Museen besichtigt. In Patras waren es 3 und so wird es auch nächste Woche in Berlin sein. Also in weniger als einer Woche, in 4 Tagen ganz genauer gesagt, am 7. bin ich in Berlin und da findet unser 6. Treffen statt. Ja, in Berlin. Berlin, wir kommen. Bereitet euch vor. Und natürlich, da alle Projektpartner an der deutschen Sprache, sowohl auch die Muttersprachler, auch diejenigen, die wir, wie zum Beispiel Griechenland, Italien und so weiter, also als Fremdsprache benutzen, waren natürlich interessiert, dass man sie als Kommunikationssprache in dem Projekt benutzt. Und natürlich gab es Nachteile und Vorteile, Vorteile und Nachteile. Erstens, weil nicht alle Schüler auf demselben Niveau, sprachlichen Niveau, meine ich jetzt, sich befanden und immer noch befinden. Und zweitens, in Griechenland gibt es so eine spezielle, nee, nicht nur in Griechenland, aber ich würde halt sagen, Deutsch ist die Wahlsprache, die 2. Wahlsprache. Man kann zwischen Französisch und Deutsch wählen. Und wir wollten, weder ich noch meine anderen Kollegen aus den anderen nicht deutschsprachigen Ländern, die Schüler aus dem Projekt ausschließen, die nicht Deutsch lernten, als Fremdsprache gewählt haben. Und darum haben wir auch uns dafür eingesetzt und wir haben neben Deutsch auch Englisch eingeführt als Kommunikationssprache während des Treffens. Also das Projekt fokussiert sich auch an die Anwendung, Entschuldigung, verschiedener digitaler Medien, Apps und Tools im Unterricht. Und wie Sie natürlich auch jeder von uns hier kennt, die Jugendlichen benutzen die Technologien und sind besonders begabt, auch selbstverständlich in deren Alltag, tagtäglich. Nur wir Immigranten müssen uns da ein bisschen mehr dran gewöhnen. Aber das schaffen wir auch. Was haben die Lehrer und Lehrerinnen voneinander gelernt? Ich muss schon sagen, dass ein Pluspunkt für dieses Projekt
deren Vorbildungen war, meiner Meinung nach. Denn wir hatten, ups, Entschuldigung, wir hatten den Vorteil, dass wir zwei Fortbildungen durchführen konnten. Eine Fortbildung in Patras, Anfang von vor einem Jahr quasi, 2015, im Januar 2015. Entschuldigung, eineinhalb Jahre, es ist schon, wow, es ist schon etwas länger her. Und in Helsinki im April 2015 auch. Wie Sie sehen, der Modus, das Thema in Patras war Apps im Unterricht und in Helsinki neue Medien im Unterricht und die Durchführung digitaler Prüfungen. Da hatten wir die Gelegenheit, mal ein bisschen zu erfahren, wie die Prüfungen jetzt digital in Finnland durchgeführt werden. Nur so ganz bisschen natürlich. Aber immerhin hatten wir die Möglichkeit zu sehen, was für Probleme auch quasi entstehen oder entstehen könnten. Ach, die Finnen machen schöne Sachen. Wir folgen denen. Und in Patras konnten meine Kolleginnen und Kollegen, hatten sie die Möglichkeit, in Mathematik, Physik, Sport, Geschichte, Englisch und Deutschunterricht zu hospitieren bei uns. Sie hatten auch neben verschiedenen Workshops die Möglichkeit, verschiedene Applikationen und Werkzeuge für den Mathe, Physik, Biologie, Fremdsprachen und Informatikunterricht näher zu betrachten und sehen, wie wir sie in meiner Schule, meine Kolleginnen und Kollegen es benutzen und anwenden. Und Google Drive, QR-Codes, Kahoot, Weebly und Open Class waren Themen für unsere Workshops, die in Patras durchgeführt worden sind. Eine Menge Arbeit. Aber außer den Lehrern hatten wir natürlich auch Schüler. Und für sie war eigentlich das Projekt gedacht. Wir wollten, dass die Schüler sowohl die Museen näher kennenlernen, aber wir wollten auch denen zeigen, was sie damit machen könnten. Und es war uns sehr, sehr wichtig, es war uns allen Partnern eigentlich sehr am Herzen gelegt, unseren Schülern zu zeigen, dass man in den Museen sehr, sehr lustig seine Zeit verbringen kann und sehr viele und unterschiedliche und unglaublich viele Sachen lernen kann. Wir hatten sehr viele Kultur nebenbei natürlich auch kulturelle Besichtigungen gemacht, nicht nur in den Museen, Verzierten, rumherum, weil man muss außer Land Leute und Land kennenlernen, wem sie waren. Die Schüler haben das, was für mich am meisten so spannend und interessant war, war die Zusammenarbeit unserer Schüler. Es ist unglaublich, wie leicht und so angenehm und gemütlich die einen den anderen einfach näherten. Es war fantastisch. Und alle Gruppen waren immer gemischt. Also hier sehen Sie zum Beispiel, ich glaube, die ist aus Budapest, die eine ganz oben, mein Kollege aus Italien, zwei griechische Schülerinnen, eine Deutsche und eine aus Budapest. Die sehen Sie jetzt nicht hier auf dem Bild. Workshops ständig. Die Schüler waren natürlich vorher von uns Lehrern ein bisschen eingeweicht, was ihnen erwartete. Aber
Neben Arbeit, man darf und muss nie natürlich auch das Leben leben. Und Sie sehen hier ganz unten, wie meine Schüler, wie die griechischen Schüler, deren Gleichaltrigen gezeigt haben, wie man das Ende des Schuljahres feiert. Natürlich mit viel Wasser. Unglaublich, aber wahr. Wie Sie sehen, digitale Medien, hier zum Beispiel oben rechts sehen Sie Augmented Reality. Wir haben auch da in dem Projekt das Aurasma App benutzt, verwendet von den Schülern. Bitte. Sie sehen, sie haben alle zusammen in Gruppen gearbeitet, so richtig geschuftet, wie man so schön sagt. Ja, das haben sie gemacht. Sehr fleißig, unglaubliches Material ist herausgekommen. Aber es gab immer auch ein Ende. Und das sehen Sie in dem Bild hier unten. Abschied. Es gab immer Tränen, immer. Und beim Abschied, das Foto hier ist aus Patras, man konnte sie nicht auseinandernehmen. Das war so ein unglaublich warmes, menschliches Gefühl. Die Kinder da, die sind ja Kinder. Die Schüler, die wollten einfach nicht aus der Aula raus. Die Eltern waren draußen, weil alle haben natürlich in Gastfamilien, wurden untergebracht in Gastfamilien. Sie wollten einfach nicht weg aus der Schule. Und naja, das sind Momente, die man einfach nicht aus dem Sinne bringt. Das ist unglaublich. Und was ich jetzt Ihnen hier zeige, sind einfach ganz, ganz oben von in Adobe Spark sehen Sie die Dokumentation des Treffens in Patras, was wir da so alles miterlebt haben, Schüler, Lehrer zusammen und Eltern natürlich. Das erste YouTube-Video ist von einer Schülerin gemacht worden. Es gibt immer am letzten Tag, am Abschiedstag, gibt es die Feierlichkeiten. Und hier ist ein Video von meinen Schülern, von den griechischen Schülern, über den Aufenthalt der anderen Länder in Patras. Und wir hatten an dem Treffen in Patras auch die Gelegenheit gehabt, Diversity Day zu feiern im Bereich von E-Twinning. Und zwar war meine liebe Amy, mit der ich sehr, sehr lange verschiedene E-Twinning-Projekte durchführe, online, per Skype. Und wir haben live diesen Tag gefeiert. Und am Ende sehen Sie meinen Beitrag, einen sehr, sehr kleinen eigentlich Beitrag, mit Beitappel, die Erinnerung, die ich gesammelt habe, so ein kleiner, kleiner, ganz kleiner, winziger Teil. Das meiste eigentlich, die beste Dokumentation ist ganz, ganz oben mit Adobe Spark. Ach, das war's, liebe Leute. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie von dem Beitrag was mitnehmen sollten, ist eigentlich nur eins. Bitte probieren Sie es aus. Es lohnt sich. Und wie ich meinen Schülern ständig sage, Übung macht den Meister. Also, wir müssen auch üben, damit wir Meister werden. Vielen, vielen Dank. Geschafft. Wunderbar. Vielen Dank, liebe Johanna. Geschafft. Also, ich hoffe, der Vortrag hat Ihnen gefallen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen im Chat zu stellen. Und Johanna hat dann noch ein bisschen Zeit, die Fragen zu beantworten. Nochmals, Johanna, vielen Dank für deinen sehr interessanten Vortrag. Ich finde es unglaublich interessant, wie schön ihr das alles macht, wie durchorganisiert das ist. Es ist ein Haufen Arbeit, ja, aber
es ist halt für die Teilnehmer einfach wunderschön und es ist einfach ein unglaubliches Erlebnis, Teilnehmer so zufrieden zu erleben. Und wie, ich glaube, ich habe das schon erwähnt, wir haben immer noch die Möglichkeit, weil es noch zwei Treffen sind, in Berlin und in Helsinki, bei dem letzten Treffen, sowohl die deutsche als auch die englische Sprache zu verwenden. Und das hilft einfach, das hilft sehr, weil man fängt erstmal auf Deutsch an und dann benutzt man natürlich sehr, sehr schnell den Weg aufs Englische. Aber Hauptsache ist die Kommunikation und die ist da. Und die Verbindung zwischen den Teilnehmern, zwischen den Schülern, die ist tatsächlich faszinierend. Das wundert mich jedes Mal. Wie ich die Partnerschule finde, diesmal haben sie mich gefunden, und zwar meine liebe Koordinatorin. Es war einfach ein Treffer, sowohl für mich als auch für sie, wie sie auch zugegeben hatte. Und ich muss dir sagen, über ein ganzes Schuljahr haben wir uns für das Projekt vorbereitet, um den Antrag zu stellen. Das war nicht leicht, aber das war eine super Zeit und jetzt ist es immer noch super. Jetzt ist es noch dufte noch dazu. Leider merkt man an meinen Schülern wenigstens, und ich bin mir absolut sicher, dass es auch bei meinen allen anderen Partnern auch so ist, dass sie ein bisschen, mit dem Gedanken spielen, dass es zu einem Ende geht. Und das macht sie natürlich traurig. Aber so ist das Leben. Na, ihr habt ja noch ein bisschen Zeit. Bis September 2017 habe ich gelesen, laufen eure Ja, Projekte. aber wir haben nur noch zwei Treffen mit Schülern. Das eine ist nächste Woche in Berlin. Und dann Ende April, Anfang Mai in Helsinki. Und dann ist es alle. Dann muss noch ein bisschen schuften von uns allen, damit ein Produkt rauskommt. Genau, und das war nämlich meine letzte Frage, und dann lasse ich auch weiterhin andere fragen. Entsteht am Ende ein Produkt oder kann man dann das auf einer Webseite verfolgen? Hast du einen Ich habe Blog das ganz am Anfang oder schon angegeben. Das ist unsere Webseite. Aber Genau. neben der Webseite, Genau. das habe ich nämlich ganz vergessen zu erwähnen, Entschuldigung, mein größter Blödsinn. Und zwar, wir werden dann alle Produkte, all das, was die Schüler in irgendeiner Form bearbeitet haben, wir haben sehr, sehr viele Tools benutzt, zum Beispiel ThinkLink von Learning Apps, interaktive Sachen, wo die Schüler die Museen, die wir besucht haben, den Gleichaltrigen einfach vorstellen. Und neben der Vorstellung dieser Museen sind kleinere Übungen, darum auch die verschiedenen Apps und Tools, die wir verwendet haben, damit eine spielerische, interaktive Art und Weise es den anderen herübergebracht wird. Und wir hoffen sehr, ganz, ganz schon am Anfang des Projektes hat sich nicht Agentur, so ein Quatsch, eine Firma, sich bereit erklärt, für uns ganz speziell eine Plattform zu bilden. Aber es gab dann ein paar Problemchen, aber wir hoffen immer aufs Beste und hoffen, dass es klappt. Wenn es nicht klappt, im Fall eines Falles, gibt es immer noch die Webseite
Und wir werden dann es trotzdem auch online natürlich veröffentlichen, weil all die Arbeit sollte als ein Open Educational Resource Buch dienen für die ganze Welt. Darauf freuen wir uns natürlich. So, liebe Johanna, ich bedanke mich ganz herzlich nochmal für deinen Vortrag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und liebe Johanna, ich beende jetzt hiermit die Aufzeichnung. Vielen Dank nochmal und ich wünsche dir noch alles Gute mit deinen Projekten und viel Spaß in Berlin Und dir demnächst. auch in Schwäbisch Gmünd, ja. Ja, nein, in Schwäbisch Hall, Entschuldigung. Und hoffentlich bald mal aus der Nähe sich zu treffen und nicht nur online. Vielen, vielen Dank, Uli. Und allen anderen. Danke sehr. Alles Gute. Mach's gut. Tschüss. Wiedersehen.